Nach umfangreichen Arbeiten konnte nun die Umgestaltung der Zone 2 im Reutener Untermarkt abgeschlossen werden und somit ein neu errichteter Via Claudia Augusta Platz errichtet werden. Und alle Details dazu, die zeigen wir euch jetzt. Ich freue mich sehr, dass da heute alle da sind. Es ist ein besonderer Tag. Wir haben gesagt, diesen Anlass wollen wir nützen, dass wir eine pressetechnische Eröffnung machen des Via Claudia Augusta Platzes direkt vor der Touristinformation der Naturparkregion Reute. Im Zuge der Erneuerung des Untermarktes hat man ja den Park neu gestaltet und da war unsere Überlegung, können wir vielleicht uns an den Park, an den neu entstehenden anbinden und die Radfahrer, die da vor der Via Claudia Augusta direkt vor der Augasse heraufkommen, einfach eine Empfangsqualität bieten, dass sie sich gerne hier aufhalten, dass sie sich die schöne Region anschauen. Und so ist die Idee entstanden, zum sagen, wir schließen uns zusammen mit der Marktgemeinde Reute. Und der Günther Seichner hat damals das Förderprojekt initiiert und es möglich gemacht, dass da hier Fördermittel über LIDA akquiriert worden sind und schlussendlich ist dann zu diesem Projekt gekommen und wir sind jetzt überglücklich, dass wir einen Platz haben, der historisch referenziert ist, aber auf der anderen Seite auch allerhand Annehmlichkeiten für Radfahrer bietet. Im Zuge der Neugestaltung vom Park im Untermarkt haben wir uns natürlich auch überlegt, nutzen wir die Chance auch oder können wir diese Chance auch nutzen, um an diesem Ort, an dieser beliebten Fernradroute Via Claudia Augusta auch eine Raststation zu richten für die Radler, dass sie zum einen einmal die Räder sozusagen reparieren können, die Räder abstellen können, auch aufladen können, so ein E-Bike ist, dass sie dann den Markt frequentieren, einkehren, was essen, was trinken, vielleicht auch übernachten, sich im Park aufhalten, das ganze Ambiente genießen und eigentlich unvergessliche Eindrücke von Reute mitnehmen. Wir haben hier gemeinsam im Tourismusverband etwas ganz was Tolles geschaffen im Rahmen von einem EU-Projekt. Hier einen Via Claudia Augusta Rastplatz errichtet für die Fernradfahrer bzw. natürlich auch für die Bevölkerung. Wir haben da hier einen Brunnen, den Brunnen transluziert vom Isarplatz daher. Ich glaube, da passt er wunderbar hin. Es gibt einen Streitwagen, den sieht man glaube ich hinter mir. Und viele Informationen auch über diese historische Route von Donauwörth bis zur Adria und das, ist, was auch ganz wichtig ist, ist eine Raststation und eine Station zum Reparieren der Fahrräder und anderes mehr. Wir haben das gemeinsam gestemmt, also ein tolles Kooperationsprojekt zwischen der Marktgemeinde Reute und dem Tourismusverband. Das Projekt hat ein Volumen von 212.300 Euro, 55% sind EU-Förderung und die verbleibenden 45% haben wir uns geteilt zu zwei gleichen Teilen, Marktgemeinde Reute und Tourismusverband. Als Noch-Präsident ist es mir natürlich eine unheimliche Ehre, dass in Reute hier die Via Claudia auf diese Art und Weise ja, geehrt wird. Denn wir müssen uns an Geschichte konsequent erinnern. Wer ohne Geschichte lebt, hat keine Zukunft, hieß es einmal. Und da bin ich der festen Überzeugung, es stimmt auch. Und wir haben mit der Via Claudia eine Straße, die eigentlich konsequent für Bewegung stand. Es hat die Bewegung von der Adria bis zur Donau gegeben und auch wieder zurück. Es sind nicht nur Heerscharen mit irgendwelchen Säbeln da gezogen, sondern hier wurden auch Güter verfrachtet. Hier kamen Güter darauf, die die Wirtschaft belebt haben. Eine wunderschöne Sache, denn Via Claudia steht auch immer neben dem Wirtschaftlichen, auch für Kultur und Kunst. Und das ist unsere Aufgabe, diese Kultur und damit auch die Kunst wieder nach vorne zu tragen, in den heutigen Alltag hinein und in die Zukunft. Und wenn ich das sehe, es ist deutlich gemacht hier die Bewegung auf ganz einfache Art und Weise, aber wunderschön realisiert. Und dann dieser Bogen, an dem wir über die Alpen gegangen sind, durch die Schluchten bis zur Donau. Eine tolle Sache, herzlichen Glückwunsch, wunderbar entworfen und hervorragend realisiert. Ich würde mich ebenfalls freuen, wenn entlang dieser gesamten Strecke von der Adria bis zur Donau möglichst viele Andenken und belebende Momente für die Via Claudia da sind. Das ist ein herausragendes Beispiel. Toll gemacht. Tiroler, Reutner, super gemacht.
Ja, es soll das Zentrum für die Touristen sein. Es ist ja ein Anziehungspunkt für Gäste und Einheimische. Wir wollten ein Zeichen setzen auch für die Via Claudia, die ja grenzüberschreitend von Augsburg bis an die Adria geht. Und somit haben wir einen Beitrag dazu beigetragen, diese Via Claudia immer in den Ort Reute hereinzubringen. Und das war uns einfach wichtig, als die Gemeinde Reute zu uns gekommen ist, weil sie die Parkgestaltung neu gemacht haben, war die Idee da, dass wir hier den Via Claudia Platz so gestalten können, wie er jetzt aussieht. Und ich glaube, es ist wirklich ein Anziehungspunkt für alle, wie man sieht im Hintergrund. Es sind Kinder da, es sind Jugendliche da, es ist einfach ein Leben da und das soll ja auch der Tourismus bewirken. Wie ist eigentlich die Verbindung zwischen dem Verein Via Claudia Naturpark Region Reute? Es waren ja zahlreiche Ehrengäste aus dem benachbarten Allgäu und von Innertirol auch hier. Ja, es ist eine grenzüberschreitende Vereinigung. Ich muss sagen, die Zusammenarbeit funktioniert hervorragend. Schade nur, dass heute keine aus Südtirol und Italien da waren, aber das wäre zu weit gewesen. Man hat jetzt einfach die Situation genützt, weil ein Workshop hier stattgefunden hat. Und die Zusammenarbeit ist hervorragend. Also man muss sagen, das sind die bayerischen Kollegen wie auch die Südtiroler Kollegen sehr zuvorkommend und wir können da immer wieder sehr produktive Produkte draus schmieden. Also das ist ganz großartig gelungen und solche Aktivitäten sind einfach wichtig, damit die Via Claudia wieder bei den Menschen ins Bewusstsein kommt. Die Via Claudia hat ja die Entwicklung über Jahrtausende geprägt und soll auch in Zukunft die Regionen aufwerten. Und dazu sind solche Aktivitäten eben wichtig. Der Verein Via Claudia, was ist eigentlich konkret eure Aufgabe? Was macht ihr? Ja, wir haben verschiedene Tätigkeitsbereiche, Archäologie, Geschichte, Kunst, Kultur. Wir möchten also die Via Claudia 2000 Jahre Via Claudia wieder aufleben lassen und darauf hinweisen, dass die Kultur von Norden nach Süden und von Süden nach Norden sich über diesen Weg ausgebreitet hat und dass diese Via Claudia natürlich auch die Menschen, die Orte hier geprägt hat. Generell jetzt, welche Projekte, was plant man jetzt für die Zukunft, was Via Claudia Augusta betrifft? Ja, wir waren also nicht untätig. Wir haben im letzten Jahr ein Interreg-Projekt Hereditas umgesetzt. Hereditas virtuell Via Claudia Augusta. Und da wird die Via Claudia als virtuelles Museum aufbereitet und die Menschen können dann entlang der Straße sich informieren und sich über die Via Claudia Informationen holen. Und das ist passiert, das Projekt ist jetzt abgeschlossen und soll also weiter die Via Claudia und die Aktivitäten beleben. Natürlich war dazu eine interaktive Karte, eine neue Homepage, also auf diesem Bereich ist sehr viel gearbeitet worden. Abschließend, inwieweit seid ihr mit dem Außerfern, mit dem Bezirk Reute verbunden? Ja, natürlich, wir sind über die Via Claudia mit dem Außerfern verbunden und Außerfern und Reute ist also sehr aktiv. Man sieht das an den heutigen Aktivitäten hier und ja, wir sind natürlich naturgemäß mit allen Bezirken verbunden. Wir vertreten ja alle Bezirke und Reute ist also sicher ein vorbildlicher Bezirk. Wie kann jetzt dieser historische Platz seitens der Einheimischen und natürlich den Gästen genützt werden? Ja, man kann sich hier aufhalten. Wir haben da eine Tischbankkombination, da kann man Jausen machen. Wir haben auch Spinte aufgestellt, wo die Fernradler ihr Gepäck aufbewahren können und dann im Markt Kaffee trinken, was essen und den Untermarkt genießen können. Für die Einheimischen ist es natürlich auch super. Man sieht da im Hintergrund die Kinder, wie sie sozusagen mit dem Wasser spielen. Ich glaube, das ist eine ganz tolle Einrichtung geworden. Insgesamt für Gäste und für Einheimische natürlich. Es gibt auf der Hinterseite des Gebäudes gibt's eine Fahrradservicestation, wo man das Fahrrad aufhängen kann, wo man servicieren kann, Luft aufpumpen. Es sind verschiedene Schlüssel dort. Es gibt unmittelbar daneben einen Schlauchomat, wo gängige Schläuche für Tourenräder und Mountainbikes drinnen sind, wo der Schlauch gewechselt werden kann. Wir haben vorne eine Pergola geschaffen mit Fahrradständern, die jeweils zwei Stromquellen haben. Das heißt, E-Bikes kann man dort laden.
Es ist alles überdacht, es gibt Schließfächer, es gibt einen Bereich mit Bänken und am Tisch, wo man sich niederlassen kann, wo man sich in Ruhe informieren kann. Man kann zum Tourismusverband gehen, sich informieren, man kann auf die Toilette gehen. Man hat einen kleinen Trinkbrunnen auch neben der Sitzmöglichkeit geschaffen. Und es ist auch eine kleine Spielmöglichkeit entstanden bei einem Streitwagen der Via Claudia Augusta. Und somit haben wir ein Netzprogramm. Wenn man erst das Resümee zieht, wie wird das Ganze angenommen? Es wird gut frequentiert. Wir stellen fest, dass vor allem Kinder hier sehr gerne sich aufhalten beim Brunnen und beim Streitwagen. Und die Zahl der Radfahrer, die mehrt sich. Es sind ja 50.000, die circa in der Radsaison durchfahren hier und gerne hier Rast machen. Und es werden täglich mehr und man merkt, es wird Sommer. Hier ist entstanden eines, und zwar eine Infostelle mit Karten durch die Jahrtausende. Es ist dort ersichtlich, wo die Via Claudia Augusta zu früheren Zeiten verlaufen ist. Man sieht die historische Entwicklung, man sieht die Salzstraße, man sieht die Besiedlungsgeschichte ein wenig. Man kann sich vorstellen, wie die Römerstraße, die es jetzt schon 2000 Jahre lang gibt, sich entwickelt. Und das war das Ziel dieses Projektes Hereditas, das zu visualisieren. Und das haben wir hier aufgestellt. Zone 2, wo wir uns jetzt gerade befinden, sind die Arbeiten so gut wie abgeschlossen. Bis wann rechnet der Untermarkt Umgestaltung da, dass man fertig wird? Ja, wir rechnen damit, dass wir bis Ende September, Anfang Oktober mit den Arbeiten fertig sind. Das heißt, die Pflasterung muss gemacht werden bis zum Kreisverkehr Obermarkt. Dann kommt sozusagen auch noch die Beleuchtung dazu und die Möblierung und die Bepflanzung des Untermarkts. Und dann erstrahlt er wirklich im neuen Glanz.